Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Bioshock. Bioshock 2, sowas von. Ihr seht's ja. Da links ist meine Hand und, ja. Zeug! Egal. Jacks Double erledigen, ha? Ist das ein Jack Double? Das ist ein Jack Double. Ich werde sie aufhalten. Natürlich bist du kein Buddy-Double. Ah, come on. Was zum... Okay. Geschütze, die auf mich drauf schießen. Das ist uncool. Und der rennt jetzt einfach weg? Wie nervig. Na. Es sendet seine Biosignatur an jedes Gerät in der Nähe, damit seine Doubles. Die Taschenuhr zeichnet auch Ton auf. Jack hätte sich gerne die Lobhudeleien seiner Untergebenen an. Wir brauchen einen Stimmmodulator, damit er mit Jacks Stimme reden kann. Geht zu einem Operationsstab. Okay, danke. Ja. Während wir hier uns Angel anhören, sind natürlich die Roboter on the loose und versuchen mich umzubringen. Wen wundert's? Nach so vielen Stunden Gameplay, die ich hiermit verbracht habe, wundert mich das kein Stück mehr, dass dann sowas passiert und zurück wieder im Opportunity Square. Wo die Geschütze mich umbringen wollen. Während ich mir Nachrichten anhöre. Wusstet ihr, dass manche Leute auf diesem Planeten so dumm und abergläubisch sind an Dinge wie Engel? Dämonen und antike Alien-Krieger zu glauben. Wir nennen sie Banditen. Ja, das wird funktionieren. Wenn ich noch ein paar Proben von Jacks Stimme bekomme, kann ich dir einen Stimmmodulator bauen. Du musst noch mehr Stimmproben von den anderen Informationsständen besorgen. Das kannst du allen Ernstes nicht alleine machen, weil er so selten mit dir redet. Aha. Ist okay. Was soll's? Wir haben ja ein paar Informationsstände, die ich begutachten kann. Ich sollte vielleicht nicht immer schießen sofort, egal. So, du bist weg, mein Schild aber auch beinahe. Also einmal einen Klon von mir erstellen. Eine Hologrammkarte hinterlassen. Oh Gott, ein Bulloader. Egal, da. Hey! Ihr, dass das Risiko, massakriert zu werden, um 80.000% steigt, sobald man Opportunity verlässt? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich habe jetzt 80.000%, hä? Aktiviere noch ein paar letzte Stände. 80.000%! Das ist mal eine Steigerung, ne? Haben wir hier. Wusstest du, dass du auf den zukünftigen Standort des Opportunity-Vergnügungspalastes starrst? Richtig. Für 1000 Mäuse kann man sich dort eine Stunde lang mit einem lebensgroßen Abbild von mir vergnügen. Ist das jetzt sexuell gemeint? Und wenn das so ist, will ich es überhaupt wirklich wissen? Okay. Ich wollte schon sagen, what the fuck? Ich meine, es wäre cool gewesen, wenn ich mich theoretisch in Opportunity rumtreiben könnte, ohne dass mich Leute anschießen, aber... Es hätte irgendwie nicht gepasst, wenn ihr versteht, was ich meine. Hupsidu. Da wären wir auch schon. Nächstes. Nette Informationschen. Wusstet ihr, was eure Mamas und Papas aufgegeben haben, damit ihr in Opportunity leben könnt? Rein gar nichts. Eure Familie bekommt sogar Geld dafür. Ich bin derjenige, der hier alle ernährt und beschützt. Denkt dran, liebt eure Eltern. Aber liebt mich mehr. Ja, das haben wir ja schon mal gehört. Und der letzte. Wusstet ihr, dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht? Falls nicht, solltet ihr auch wissen, dass Kritik an den Gesetzen Opportunities als verbale Umweltverschmutzung gilt. Ich kann das Ding benutzen?
Okay, kann ich nicht. Wen wundert's? Und lass mich raten, wir gehen jetzt zurück zur Opportunity Square, weil einfach ist. Und weil es da so schön ist. Nein, tun wir nicht. Tun wir nicht! Ist ganz woanders. Nee, wir sind immer noch im Opportunity Square. Ich hab nichts gesagt. Nee, haben gar nichts gesagt. Ha? Okay. Hi, Kollege. Hier lang? So, was? Okay, also du willst, dass ich... Wie krieg ich die Tür auf? Muss ich die Tür aufkriegen? Ja? Ja und nein. Wie komme ich da jetzt runter? What the fuck? Nee. Okay. Stehe ich gerade nur auf dem Schlauch? Oder ist es so schwachsinnig, wie ich es gerade sehe, denke, wie auch immer? Ich meine, ich kann ja hier lang. Und dann stehe ich im Wasser. Und das macht keinen Sinn. Arg. Und die Tür öffnet sich nicht. Obwohl das Ding wohl da ist. What the heck? Was soll ich denn jetzt machen? What the fuck? Wusstet ihr, dass manche Leute auf diesem Planeten so dumm sind? Ja, das kennen wir schon. Das ist wahrscheinlich interessanter, weil ich mir das noch nie angehört habe. Dämonen und antike Alienkrieger zu glauben? Wir nennen sie Banditen. Ja, ich bin hier und ich sollte da sein und... What the fuck? Geht's irgendwie hier da... tiefer rein, was weiß ich, was soll die... Ja, leichte Probleme, leichte Orientierungsprobleme, um es so zu sagen. Ach, das ist mir doch egal. Wie komme ich jetzt dahin? Macht für mich keinen Sinn. Das hat sich gereimt, das bringt mir noch nicht viel. Also ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, wie ich da gerade hinkomme. Ist das vielleicht hier irgendwie hier so runter? Bin ich hier vielleicht jetzt richtig? Das wäre schön. Ja, danke. Bring die Taschen nur an. So ein Scheiß. Ehrlich, ey. Ein Instrument. Du spielst Todesmelodie. Naja, langsam. Ja, langsam. Langsam komme ich zum Ziel und so. Du weißt schon. Da hast du. Immer diese Hetzerei. Tut mir gar nicht gut. Steigt mein Blutdruck. Das freut mich. Fertig. Und jetzt nimm den Stimmmodulator. Danke. Jetzt wirst du leider mit Jacks Stimme sprechen, bis du die Sicherheitstür erreichst. Das Passwort, um sie zu öffnen, nenne ich dir zu gegebener Zeit. Andere Stimme. Gegebener Fühlt Zeit. Fühlt sich so sehr falsch an. Ich kling wie ein Arsch. Erfreulich. Und lass mich raten jetzt. Die Mission muss ich wieder in... warum auch nicht, ne? Ist okay. Hast du das echt gedacht? Sag deinem Freund Lebwohl. Los! Bis bald. Und das Passwort was hättest du mir jetzt nicht sagen können. Kontrolle kann überwunden, was? Nein, habe ich nicht! Also hat sie ihren Teil der Abmachung eingehalten. Zeit, dass wir uns erkenntlich zeigen. Komm zurück, dann stehen wir uns einen Kammerschlüssel. Seit... What? Passwort! Sie hat mir kein Passwort genannt. Hallo?
Soll ich dann raten, oder was? Ich kann ja nur in die Hose gehen. Ah Gott, das kann nur so in die Hose gehen. Gehe ich hin, versuche zu raten. Blablabla, tot. Ungefähr so. Ist okay. Machen wir einfach mal. Ich tendiere trotzdem zu dem Punkt, dass er sagt, blablabla geht und ich bin tot. Weggesappt oder weggelasert. Irgendwas in dieser Art wird es dann sein. Aber ist okay, ist okay. Keine Diskussion. Du gehst nicht ohne mich. Basta. Ich brauche dich hier, um Sanctuary zu beschützen. Peng, wenn das Ganze eine Falle ist, dann musst du diese Leute retten. Weil Angel gesagt hat, ich soll nicht mitkommen, gib's doch zu. Lilith, verdammt, vertrau mir einfach, okay? Wenn du drauf gehst, bin ich stinksauer. Bemerkt. Wenn du überlebst, reiß ich dir die Klamotten vom Leib. Ach, ebenfalls. Lilith, ebenfalls. Ich bin direkt bemerkt. Hier. Niemand will das hören. Los! Mit der Taschenuhr in der Hand, Briggs Coptan an deiner Seite und dem hochgeschuften Claptrap in Sanctuary bist du nun bereit, Control Core Angel zu stürmen und dir den Kammerschlüssel zu schnappen. Oh. Zeit, sich ein paar denkwürdige letzte Worte auszudenken. Ist ja, Shaka? Lilith, Mordecai, ihr beschützt die Stadt. Briggs sorgt für Luftunterstützung von 1000 Cuts aus und ich klettere hoch zu Control Core Angel. Noch Fragen? Ja, warum gehe nicht ich? Ich will Hyperion das mit Bloodwing heimzahlen. Das wirst du auch noch. Aber für den Moment musst du Sanctuary schützen, falls das hier wieder nur eine Falle ist. Du bekommst deine Rache, Mordecai. Das verspreche ich. Entschuldigung. Wenn du das sagst, Roland. Kammerjäger, wir haben vielleicht eine Chance, den Kammerschlüssel zu klauen, daran zu hindern, den Krieger zu wecken. Du musst nur an dem Kraftfeld vorbei, das dich atomisieren kann, den Bunker zerstören, der genug Feuerkraft hat, einen ganzen Kontinent zu plätten. Und durch eine Tür, die du unmöglich aufkriegst. Damit ich will hier drunter bleiben. Wir werden wohl sterben. Es wird Zeit, Claptrap nach 1000 Cuts zu bringen. Er muss das Kraftfeld lahmlegen. Lasst sie leiden, Leute. Das wird sicher lustig. Okay. Hey, überrede. Ich muss ihn überreden. Ich muss ihn überreden! Hilf uns und du kriegst ein paar High Fives. Wie klingt das? Oh yeah! Klingt doch wie Überredenskünstler. Es wird vermutlich einige Überredungskosten, damit Claptrap nach 1000 Cuts kommt. Ja, das sehen wir ja dann. Untertan! Auf nach 1000 Cuts! Oder auch nicht. Ich verpflichte dich als meinen Untertan und dann greift Angel zufällig Sanctuary an. Kapierst du nicht? Jack hat es auf mich abgesehen. Es wird Zeit zurückzuschlagen. Wir treffen uns in 1000 Cuts. Okay. Das ist ein bisschen eingebildet, oder? Ein wenig. Stört's mich? Naja, nicht unbedingt. Das Beste ist ja, ich hab's wenigstens nicht kommen sehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so einfach wird. So, durch alle nochmal durchgehen. Nichts, also es steht zumindest nichts und ich werde jetzt nicht einfach random alle Gebiete nochmal abklappern. Geht wohl Richtung Ende. Geht Richtung Ende! Woohoo! Es war ein langer Reit, ein langer Ritt, ein langes Vergnügen, ein langes Spiel, ein langes etwas. Aber wir sind auf dem Weg. Vielleicht spielst du dann irgendwann nochmal selber durch mit anderen Charakterklassen. Wahrscheinlich sogar. Vielleicht dann auch mit dir. Stell dir einfach vor, dass eine Hand die auf euch zeigt und kreischt wie mit. Nein. Ach ja, ihr netten Slaps, die ein paar Sekunden mir dann helfen wollt. Ah, süß, der Mini-Goliath. Ich könnte jetzt natürlich nochmal probieren, einen Goliath für mich zu trainieren, aber. Ich habe es das gesamte Spiel aber nicht hingekriegt. Ich bezweifle, dass ich es jetzt hinkriege und jetzt werde ich es auch nicht mehr weiter probieren. Muss ich ehrlich sagen, irgendwann ist mal gut. Ach, nervig. Was mache ich, wenn Sachen nervig werden? Genau! Ich nehme mir einen Geschützturm. Wenn die meinen, mich hier nerven zu müssen, dann machen wir das halt per Geschützturm kaputt.
Geht genauso für... Ah, wow, das... Das war ein schnelles, kurzes Vergnügen. Oh ja. Oh, komm schon. Ich hätte getroffen, wenn er nicht auf einmal noch zur Seite geflogen wäre, wie ein Wahnsinniger, warum auch immer er hat gemacht hat. Verschwende keine Munition, ich treffe doch. Okay, sagt er und schießt zweimal direkt daneben, aber... Nimm dir den, ja, genau, nimm dir den. Danke. Und weißt du was? Das ist mir scheißegal, weil ich den Planeten nicht mal kenne. Ich merke nur, dass hier alles auf mich schießt, weil den langweilig ist scheinbar. Was? Ah, da bist du. Ja, klar. Hau rein. Ja. Oh, richtig. Du bist ja kein Hyperion-Roboter. Das vergesse ich manchmal. Ah, wie nett. Mach's aus. Okay. Schön gemacht. Schönes Ding. Das glaube ich dir gerne. Oh Gott, nein, doch nicht. Ah, das war herrlich. Sorry. Das war jetzt echt genial. Oh Gott, nein, doch nicht. Was auch immer du am Reden bist, Jack, ich kann dich nicht hören über den Sound, wie awesome meine Knarre ist. Aber dieses, oh Gott, nein, das war genial. Oh Gott, nein! Ah, Mann. So nervig Claptrap auch ist, die Sprüche sind einfach geil. Sorry, aber... Ah, herrlich. Oh, hi. Ah, du bist sogar ein Hyperion-Soldat, nicht schlecht. Überlebt immer noch nicht deutlich mehr, aber hey! Ich meine, mittlerweile haben wir ja auch richtig viele Skillpunkte und so eingesetzt, ne? Nicht verwunderlich, dass sie einen richtig guten Kopfschuss dann nicht mehr überleben. Wenn ich denn mal den Kopf treffen würde! Meine Damen und Herren, ich bin mal wieder am Werk. Das ist etwas, was... Ah, oh Gott, nein. Nicht immer so gut funktioniert, wie ich das gerne hätte. Da kommen ja noch mehr. Ah, das ist schlecht. Okay, Moment. Diese Dinger nerven. Danke. Ist egal, dass ich jetzt unter Schock stehe. Das ist erstmal völlig egal. Aber... Ich hab... Was tut mir... Au! Ah, toll. Diese ganzen Kästen tun mir weh. Aber ich habe gleich keine Zeit mehr. Das heißt, beim nächsten Mal stürmen wir... Ich glaube, wir sind noch beim Stürmen den Bunker. Also stürmen wir den Bunker. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.